wir haben uns eigentlich viele grosse Wünsche erfüllen können, die nicht unbedingt in dem Standard drin waren, sondern die wir dann noch dazu haben wählen können, also zum Standard Hausobjekt meine ich. Wir haben im Februar angefangen mit Bauen und das Haus war fertig im Oktober, im gleichen Jahr. Und es ist wirklich alles reibungslos gelaufen. Ich bin Kevin, ich bin 34 Jahre alt und ich arbeite als Kaufmann. Mein Name ist Michaela, ich bin 31, bin Kindergärtnerin und Mami und wir wohnen hier in Bämbel in unserem schönen Kobelthaus. Wir haben uns für Kobelt entschieden, weil Kobelt eigentlich von Anfang an ein sehr kompetenter Partner war. Wir zwei sind sehr jung, wir haben nicht so das Know-how gehabt und haben uns nicht auskennt auf dem Bau oder Architektur. Also es war so, dass wir ja selber eigentlich auch noch mitmalen, mit Plan zeichnen. Und sind das dann auch die Grundlagen für die Zeichnerin? Die hat das eigentlich eins zu eins übernommen und hat das dann in einen 3D-Plan umgesetzt. Und das ist einfach unglaublich gewesen, dass man so früh wirklich hat können in das Haus quasi hineingehen und das anschauen. Toll war zum Beispiel beim Spatenstich. Da sind sie wirklich hier gekommen und haben mit uns eigentlich das zelebriert. In einem grossen Bagger. Es hat an diesem Tag sogar noch geschneit. Stimmt. Wir durften fahren und den Boden sogar noch selber ausheben. Ja. Ja, es war ein bleibendes Erlebnis und ein sehr schöner Start für die Bauphase. Also uns war es wichtig, dass die Einfahrt ins Haus in Bodeneben ist, aber trotzdem eigentlich der Garten auf einem Level ist. Wo einfach auch für Kinder super toll ist und draussen spielen, in der Spielküche, im Sandkasten Zeit verweilen. Es ist eigentlich wie eine Vergrößerung des Wohnzimmers, der Aussenbereich. Wenn man ins Haus reinkommt, dann strahlt es einfach eine unglaubliche Wärme aus. Uns war wichtig, dass es einfach gemütlich ist, dass der Boden warm ist und dass wir uns einfach daheim fühlen können. Und das ist uns einfach wirklich super gut gelungen. Unsere Küche ist super toll eigentlich ins Gebäude integriert worden. Es ist genau diesen Wunschvorstellungen eigentlich Rechnung getragen worden. Also wir haben wirklich eine tolle Küche, die genau in das Haus reinpasst. Was auch ganz toll war, ist, dass wir eigentlich von Anfang an begleitet worden sind mit dieser Idee von einer Schmiede. Das war recht komplex und die Schmiede ist wirklich auch einer so von diesen tollen Highlights, die wir in diesem Haus haben. Das gibt auch eine unglaubliche Wärme. Wir sind eigentlich unglaublich zufrieden. Also, wir würden es nochmal genau gleich machen. Wir würden wieder mit Kobelthaus bauen. Und wir haben so eigentlich wie unser kleines Nestchen, unseren Kobel, kann man so sagen, haben wir hier verwirklichen mit Kobelthaus.